Ich bin auf dem Rückweg, wie ihr seht, und damit, hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben für den PC. Im letzten Part haben wir Raven besucht, die Gefangenen freigelassen, Torus überredet, Anführer zu werden und sind jetzt auf dem Weg, Quahodrons Grab zu suchen. Ich muss gestehen, um ein bisschen Partzeit zu saven, habe ich mal gegoogelt zwischen der letzten und dieser Session, wo das ist. Und habe herausgefunden, es ist keines dieser beiden Herrenhäuser, in die wir gehen wollten. Warum sind hier denn noch zwei Heilpflanzen? Sondern es befindet sich dort oben in dieser kleinen Einbuchtung quasi. Da war ich auch mal auf dem Weg hin, bin dann allerdings nicht komplett bis hinten gelaufen. Das werden wir jetzt entsprechend tun. Und da soll es dann zu Quahodrons Grab gehen. Ich mache mir jetzt noch schnell, während ich da hochlaufe, nebenher auf meinem Handy einen Timer an, damit ich noch weiß, wie lang der Bart ist. Oh, der andere vom letzten Part läuft noch. Huch. Ja, ich hatte den letzten, also die letzte Session war heute, aber ich habe gerade mittags, nicht mittags, Abend, Esspause gemacht. Und ja, jetzt haben wir hier ein paar, also 2 Stunden auf dem Timer. Ja, gut, dann weiß ich ja, wie lang der Part, letzte Part war. Okay, Start. Natürlich fehlen jetzt ja 1-2 Minuten vom Anfang auf dem Timer, aber so, ist es jetzt überhaupt korrekt oder? Ich glaube, ich bin nämlich schon zu weit oben. Ich bin ja jetzt nicht in dieser Einbuchtung gerade. Nee, hier bin ich falsch. Da muss ich, glaube ich, anders ran. Was willst du eigentlich, ja? Es tut gut, mal wieder in meiner Rüstung rumzulaufen und nicht in dieser vergleichsweise unguten... Warum hat er denn goldenen Ring? Da muss ich hin. Gardisten- oder Banditenrüstung. Ich bin ja froh, dass ich mittlerweile zumindest die Gardistenrüstung gefunden habe und mir nicht die Banditenrüstung für 2100 gekauft habe, sondern die Gardistenrüstung einfach... die schwere Banditenrüstung gekauft... Gardistenrüstung einfach kostenlos bekommen habe. Aus einer Truhe in Ravons Haus. Natürlich wäre die schwere Banditenrüstung hier und da auch mal besser gewesen. Gegen die Minecrawler, gegen... Das scheint der richtige Weg zu sein, gegen Bloodwyn und so weiter. Aber wir haben es ja geschafft. Bei Bloodwyn noch ganz schnell... Oh nein. Bei Bloodwyn noch ganz schnell die Rüstung hier rausgeholt und so. Ach du heilige Scheiße. Wie gehen wir das denn jetzt an? Da ist nichts zu. Kannst du auch tiefer fliegen? Ja, ja, genau, genau so. Ungefähr so, dass ich dich auch treffe. Ihr seid echt laut. Speichern. Wie komme ich denn jetzt an dem da vorbei? Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Na gut, in das Grab... Wie, er leckt einfach. In das Grab kommt er nicht. Also wenn ich einfach an ihm... Oh, nee. Wieso bin ich hier hochgegangen? Na komm. Nee, die... die Schaden. So, das ist... Ja, ihr trefft mich von da oben nicht. Also kommt doch runter, damit ich mich auch treffe und ihr mich auch. Ach, seid ihr dumm. Ihr seid echt ganz schön dumm. Und laut. Weil die Schnauze halten wäre eine schöne Sache. Komm her. Komm her. Erst zu hoch, jetzt zu tief. Mein Crazy. Boah, das sind, glaube ich, echt so mit die nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Von denen, die ich bisher schon tot gekriegt habe. Also, Trolle und Golems nicht mit eingeschlossen. Wobei, einen Golem habe ich schon mal tot gekriegt. Speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt offscreen, onscreen tot gekriegt hatte oder ob das offscreen war. Weiß ich gar nicht mehr. So. Die locke ich erstmal an, weil die kommen auch ohne, dass der Troll irgendwas macht. Kommt dran. Aha. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Schafft ihr es dann trotzdem, oder?
Ja, jetzt kommt der Troll. Das ist genau das, was ich eben nicht wollte, ne? Ich brauche mal kurz einen Moment hier. Ich werde auf euch zu drehen, bitte. Ist er hinter mir? Da hinten ist er. Kann ich den hier irgendwie vielleicht durch die Wand kaputt backen oder so? Nicht angreifen, oder? Lol. Die Geräusche, wenn er dagegen läuft. Nö, 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 nicht hoch. Komm nicht hoch. Schlägt in die Wand rein, hä? Oh, da trifft er mich. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Sehr gern. Im normalen Nahkampf hätte ich ihn nicht ansatzweise tot bekommen, glaube ich. Okay. Dann hallo Quaudrons Grab. Wer bist du denn? Zombie mit einer ziemlich coolen Rüstung. Ach, der jetzt wieder ganz viel... Na gut, nee. Ich dachte schon, der muss jetzt wieder obligatorisch ganz viel aushalten und nervig rumhüpfen. Was ist denn hier? Eine Truhe. Die nehme ich doch gerne noch mit. Ich höre da irgendwas. Was ist hier drin? Oh. Steintafel des Geschicks. Ja, sehr gern. Warum nicht? Oh. Zu viel gedreht. Die kann ich mir gleich mal reinpacken. Einmal durchlesen. Bitte. Was steht denn da so Interessantes drauf? Oh, ah. Oh. Geschick plus 2. Hä? Ich habe auch noch eine grüne. Hey, so ein Kram hatte ich schon mal wo gesehen. Magische Armbrust. Ich nehme das einfach alles mit, auch wenn Quadron dann vielleicht aggro sein wird, sobald ich ihn erweckt habe. Ist mir doch egal. Also offiziell habe ich gelesen, dass das hier Quadrons Grab sein soll. Die Frage ist jetzt... Was mache ich hier? Am besten... Ja. Hä? Moment, habe ich irgendwie... Ach doch, ich habe doch so ein Item bekommen. Irgendwie eine Schriftrolle oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas, womit ich hier was machen kann. Schauen wir gleich mal. Scheiße, ich habe leider vergessen, was ich da machen muss. Moment, gucke ich mir gleich nochmal an. Erstmal auf Feuerkreuz. Vielleicht steht da was in der Questbeschreibung. Die Macht der Totenwächter. Raven, bla bla. Mixi will, dass ich den Geist des alten Krieges... Bla bla. Dazu gibt er mir ein Schriftstück mit einer Zauberformel, die ich... fuck you. Die ich vorlesen soll. Das heißt, vielleicht ist es einfach wirklich nur ein Schriftstück und keine Schriftrolle. Ich gucke mal bei den Schriftstücken erstmal. Lieferung. Greg, wichtiger Hinweis. Nackte Frau Obabo und Notiz. Quahodron beschwören. Gloria Tog, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Ist das nicht klar, das Sprecher? Das Land wurde von Erdbeben angesucht, gewähren mit Zugang zum Tempel Adamus. Sieht das in den Tempel? Ja. Jemand ist in den Tempel Adamus eingedrungen. Unsinn! Was ist laut? Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Nee, Diego, ist das nichts anderes. Tatsächlich?
Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Alaros Zorn ist über Jakenda gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Stell deine Fragen. Ich bin Qua-Hodron, der alte Kriegsherr von Jakenda. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Die Kriegerkaste. Das glaube ich dir nicht. Ich denke, du kommst erst wieder, wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen. Hey. Stell deine Frage. Okay, ja. Die Kriegerkaste. Das glaube ich dir. Ist das so? Hey. Ich habe extra einen Ring dafür an. Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht mein... Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Was weiß ich denn? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Ja, das war die Kriegerkaste, oder? Scheiße, keine Ahnung. Die Gelehrten. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Heiler. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Okay. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Die Kriegerkaste. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Ich werde dir nicht helfen. Was weiß ich denn? Okay, ich muss nochmal drüber nachdenken. Welche Kaste von Jakob? Okay, also ich war Totenwächter. Die Toten. Bla 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 bla. Fuck, wer hat sie beschützt? Die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl? Die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, was über uns gekommen ist? Scheiße, war das ein Gelehrter oder war das ein Krieger? Ich weiß es nicht mehr. Die Kriegerkaste. Krieger. Wer hat das? Nee, das ist aber falsch. Das letzte Wort. Die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal? Portal verschlossen. Die Kriegerkaste. Die Krieger. Deine Fick dich. Okay. Hey. Tatsächlich
Habe ich alle Fragen richtig gehabt? Stell deine Fragen. Nur ich habe... Welche Kaste von Jakenda ist? Also quasi alle. Ich habe nur vergessen, es hieß ja, eine kann ich nicht beantworten. Die Toten. Daher waren meine Antworten schon richtig, die ich gegeben habe, tatsächlich jetzt gerade beim letzten Versuch. Die Heile. Nur das Portal verschlossen. Achso, hier steht ja sogar, das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir. Oh, meine Fragen waren ernsthaft richtig. Ich werde dir meine Hilfe gewähren. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakenda, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Okay, Quarantan. Das klang brutal. Ich habe gerade gelesen, oder beziehungsweise mein Bruder hat mir gerade geschrieben, das habe ich gerade nochmal kurz gesehen, dass soeben für Tekken 7 ernsthaft Noctis aus Final Fantasy 15 als DLC-Charakter angekündigt wurde. So, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Okay, was haben wir hier? Links. Nee. Rechts, rechts. Links. Rechts, rechts, links, links. Oh, das war's schon. Sehr gut. Oh, Steintafel der Stärke. Alte Steintafel, geweihtes Wasser. Eine Steintafel der Stärke. Zwar nur eine 1, also nur plus 2 Stärke, aber das ist besser als nichts. Also, what? Steintafel des Quarodron. Achso, ja. Die ist einfach andersrum. Die ist ein bisschen, der war so ein bisschen andersrum. Okay, fand ich ganz lustig. Habe ich kurz gedacht. Und jetzt geht's auch direkt wieder zum Teleportstein und wir gehen... Moment, wo ist mein Timer? Mein Timer. Da. Wir sind bei... Oh, scheiße, ich habe vergessen, den Timer wieder... Hä, wann hatte ich denn einen Cut gemacht, dass ich auf Stopp gedrückt habe? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagt mein Timer jetzt gerade 14 Minuten. Das sagt die Partzeit wahrscheinlich nicht. Ganz so. Die Karte läuft im Kreis, okay. Alles gut. Ja, genau, geh aufs Bett. Ja, fein. Fein. Ach, da liegt noch was auf dem Schlafkissen. Warte, jetzt kannst du. Jo, nicht so fein. Jo, fein. Fein. So, sorry. Das musste jetzt mal ganz kurz sein. Jetzt darf ich, wenn ich bei den Wassermagiern bin, nicht wieder vergessen, dass ich mir noch eine Gardistenuniform anziehe. Falls die das jetzt überhaupt noch juckt. Jetzt, wo ich euer Overmaster bin. Rede ich nochmal mit Myx hier? Bevor ich mich auf den Weg mache? Rodian, wo ist Myx hier? Wahrscheinlich einer von den dreien da hinten. Hey, rede ich nochmal mit dir? Ich habe mit Quarodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Was hat der Geist gesagt? Er gab mir etwas, mit dem ich in den Tempel Adanos hineinkomme. Dann geh gleich zu Saturas. Ihn wird sicher interessieren, was du zu sagen hast. Und danach geht's zu Raven. Ich will auch nur zu Raven. Ich will mit gar keinem anderen mehr reden. Nur noch Raven. Raffen. Wo ist Saturas denn? Ist jetzt da oben?
Ach, da. Ich habe ihn gerade für diesen Fackelhalter gehalten. Hey. 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 Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern, Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte. Aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Oh je. Yeah. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Fällt euch auch gerade mal auf, dass, wo das Inventar die ganze Zeit offen ist, dass die Rüstung von Ravens Garde, also die Gardistenrüstung, einfach 100% Textur von einem Stein hat im Inventar. Oh Mann. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Adanos möge dich schützen. Danke. Oh je, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ja, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Natürlich ist es noch nicht zu spät, sonst wären wir nicht der namenlose Held. Hey, Torus, hilfst du mir? Hey. Ne, habt ihr nur zugenickt. Also, zunicken und dann Freunden. Dachte ich mal, macht sich ganz gut. Okay, nochmal speichern. So, super. Okay, jetzt rein da und kein Sekündchen mehr verschwenden. Jetzt wird Ravon gefickt. Vielleicht ist es dann doch noch nicht der letzte Part von Jakendar. Toll. Weil mir ja scheinbar noch ein bisschen was fehlt. Nämlich drei Kammern voller Rätsel. Yay. Das ist jetzt eigentlich wirklich nur noch Streckung der Spielzeit. Aber ist okay. Die mussten das Addon halt auf XY spielen. Yerhedra. Akantar. Yerhedra Akantar. Warum geht bei mir keine Tür auf? Toll. Herzlichen Glückwunsch. Nee. Yerhedra. Dann gehen wir wieder. Akantar. Nochmal. Yerhedra Akantar. Yerhedra Akantar. Mir passiert nichts. Ist echt unfair. Na? Alles fit im Grab.
Das denke ich doch. Was haben wir denn hier? Menschen, Gewitter, Sonne, Schlüssel und Stacheln. Warum sind sie jetzt aber vier Kammern statt drei und fünf Knöpfe? Okay, ich drücke jetzt den. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Oh. Ich wollte gerade so sagen, oh, da hat sich eine Tür geöffnet. Nein. steht denn auf den Reliquien irgendwo was drauf? Schönes Lied. Oder steht hier? Ne, hier steht nur... Ja, Hedra Akantar. Leck mich. So, gucken wir mal hier. Gelbe Steintafel. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur kenne ich die richtige Pforte. Ich erbaute die erste Falle. Die erste Pforte errichtete ich. Was soll denn das? Hä? Hä? Okay, ich drücke dann nochmal die Taste. Da passierte ja gerade noch nichts Schlimmes. Ja. Okay, jetzt wissen wir schon mal als zweites entweder die Falle oder die Sonne. Das können wir... Also es fängt an mit den... Warte mal, wir machen mal L für Leute, D für Donner, S für Sonne, T für Schlüssel wie Tür und F wie Falle. Okay, also Leute ist schon mal das Erste. Und es geht weiter mit der Sonne? Nein, es geht weiter mit der Falle. Also Leute, Falle. Lf. Leute sind eine Falle für die Sonne. Cool. Also LFS ist ein Code. Ja, tschüss. Geräusche hört man bitte auf. Danke. Jetzt kann ich nochmal schnell sparen. Okay, ich denke, hier drin ist es jetzt auch nicht mehr das größte Problem, wenn ich mich dazu entscheide, meine Paladin-Rüstung anzuziehen. Das geht sogar gleich auf. Mensch. Du auch? Du natürlich wieder nicht. Du bist wieder so eine... Weißt du, so... Tür in der Pubertät. Weißt du, so... Ich geh nie auf. Was ist denn das hier? Ich sehe Steinwächter und ich sehe eine ganze Menge Türen. Oh! Ob ich gerade ein Speed-Up von sonst was für eine Intensität bekommen habe. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier ist schon mal jemand gestorben. Hahaha, hoffentlich ist das Raven Split. Da ist nichts zu plündern. Nein, das ist nicht. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Warum sind hier tausend Gänge, die ewig lang führen? Weit hinter. Mann, ich... Das ist noch nicht mehr der letzte Dungeon im Spiel, sondern nur in dem scheiß Add-on. Ist natürlich kein scheiß Add-on, aber trotzdem. Das ist groß. Aber ist okay, will ich mich nicht beschweren. Dachte nur, vielleicht ist das Projekt dann nicht 100 Parts lang. Weil ich meine, ich bin jetzt gerade vielleicht mit dem Hauptspiel gerade mal halb durch oder so. Ah, verstehe. Ich verstehe. Der Gang ist giftig. Wie ist mit dem hier? Davor liegt eine Fackel. Ja, auch hier. Gift. Also, sie sind natürlich Stacheln, aber...
Okay. Nächster Gang. Mal gucken. Bestimmt auch wieder tödlich giftig, hä? Ja, auch der ist wieder tödlich giftig. Wahrscheinlich ist in keinem dieser Gänge irgendwas. Guck mal einfach weiter. Hier wahrscheinlich dann auch nicht. Ach, das ist doch doof. Wozu sind die denn dann überhaupt da? Soll ich jetzt überhaupt noch in den letzten reingehen? Ja, ich kann es mal machen. Aber was war denn hier? Warum war ich denn dann hier überhaupt? Das Skelett hat wohl trotz allem den richtigen Weg angegeben, ha? Gut, dass ich noch hier reingeguckt habe. Was kann ich hier für euch tun? Hier ist ganz schön dunkel. Ich erkenne nicht, was das vor mir für eine Textur ist. Was echt äußerst unpraktisch ist. Ah. Ich wollte gerade sagen, es könnte nämlich eventuell tödlich enden. Und so fiel ich. Ich brauche eine Fackel. Die Fackeln sind leider in diesem Spiel so unfassbar tief. Weit unten. Hä? Ich gehe einfach mal die grauen Texturen entlang. Okay, hab's überlebt. Mann, das war ein schweres Rätsel. Du. Du gehst auf. Ich bin einfach wieder hier. Hä? Nee, bin ich doch nicht. Rademus. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Ach, das war schon die... Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Das ist nicht euer Ernst. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel... öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quaodra, ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Oh, sieht der gruselig aus. Hey, das hat funktioniert. Ich danke dir. Hey, du. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Ja, das habe ich vor. Danke. Und wer bist du hier? Bandit. Oh. Schön. Das ist eine schöne Sache. Einhandkampf nochmal auffrischen, warum nicht? Und wo, ich habe da noch, genau, Geschick. Ja. Ich nehme das sehr gern an mich. Einhandkampf 42%. Warum nicht? Habe ich zwar nicht so cool 100% wie im Goldschürfen. Aber hey, Prozente sind Prozente. Ja, das
merke ich Samstagabends immer. Oh nein. Noch einer. Ja, sind noch ein paar. Da ist nichts zu. Aber da ist halt nichts zu holen. Das ist immer so das Problem dabei. Ich würde trotzdem gerne das zu das holen, was es denn. Also was es definitiv zu holen gibt. Nämlich Erfahrungspunkte, nicht wahr? Nichts zu holen. Ich mache euch einfach alle fertig. Da ist nichts zu holen. Egal, ob was zu holen oder nicht, ich mache euch einfach alle kaputt. Geil. Nichts zu plündern. Ach, du bist jetzt direkt aggro, ja? Da einmal will ich dich nicht direkt angreifen, aber du natürlich. Danke, wirklich. Weiß ich sehr zu schätzen, Arschloch. So, schön viel Zeug, was ich wieder verkaufen kann. Du auch direkt? Nö, du wieder nicht direkt. Komische Sache. Nichts zu plündern. Komische Sache, Harry. Oder besser gesagt, schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Moment mal, jetzt ist die Tür zu. Ah, die geht auf. Okay, dann bis zum nächsten Part und tschüss. Kann die Tür jetzt mal bitte aufhören, Geräusche zu machen? Tschüss. Nee, halt, Moment. Will ich schon den Part beenden? Ich weiß es gar nicht. Will ich ihn schon beenden? Ja, doch, tschüss.